Die Digitalisierung ist längst nicht nur ein Schlagwort. Sie erfasst mittlerweile alle Betriebe von groß bis klein und ist bereits bis ins private Leben verknüpft. Niederösterreich bietet dabei umfassende Unterstützung und gemeinsam mit der EcoPlus wurde bereits vor einigen Jahren die zukunftsweisende Digitalisierungsstrategie entwickelt. Im Zentrum stand die weit gefasste Idee, den digitalen Wandel für Land und Leute zu nutzen. Daraus ist das Haus der Digitalisierung entstanden. Und vorerst zu Beginn nur virtuell, jetzt aber wird es in Tulln real umgesetzt. Nun entsteht auf dem Campus Tulln, eingebettet zwischen Fachhochschule und Technologie- und Forschungszentrum Tulln, das Haus der Digitalisierung. Es wird ein offenes Haus sein, soll Treffpunkt, Infozentrum sowie Veranstaltungsort für Innovation und Digitalisierung werden. Es entsteht auf 4200 Quadratmeter Gesamtfläche in Kooperation zwischen EcoPlus und der FH Immobiliengesellschaft Wiener Neustadt. Jetzt ist es an der Zeit, einen virtuellen Rundgang durch das Haus der Digitalisierung vorzunehmen. Der großzügige Neubau umfasst einen Eingangsbereich mit Infopoint, einen Gastrobereich, Büroeinheiten und Inkubatorflächen. Herzstück aber wird der Veranstaltungsbereich mit dem großen Showroom. Die Kosten dafür betragen 33,5 Millionen Euro. Die Planung dazu hat bereits begonnen. Baubeginn ist im Frühjahr 2021, die Eröffnung wird 2022 sein.